Moin, ich bin Melli von Nushu und heute sind wir hier in Wandsbek in Hamburg bei Otto. Und uns interessiert, wer arbeitet hier, warum arbeiten Sie hier und welche Vakanzen gibt es zu besetzen? Komm mit! So ihr zwei, schön, dass ich heute hier sein darf. Caro und Hardy, ich habe ja schon viel von euch gehört und von dem, was ihr tut, aber es wäre ganz klasse, wenn ihr mich nochmal inhaltlich abholen würdet, was ihr hier so den ganzen Tag tut. Ich bin Abteilungsleiterin für die Abteilung App Produktmanagement und User Experience, also Führungskraft. Habe in meiner Abteilung Stand heute 20 Leute, bin im E-Commerce-Bereich tätig. Seit 6 Jahren mache ich das jetzt hier schon und habe vorher eher klassisch noch in der Beratung für User Experience gearbeitet, aber jetzt mich wirklich in die Führungslaufbahn bewegt. Ja, ich bin Hardy. Ich bin einer dieser 20 Personen, die bei Caro im Team ist. Und ich bin in meiner speziellen Rolle UX-Designer und kümmere mich gerade um die Apps. Was habt ihr gemacht, bevor es hier so e-commerceig wurde? Als ich gestartet bin, war es in der Tat vom Verhältnis her noch ungefähr ausgeglichen, dass wir viel auch noch über den Katalog an Geschäft gemacht haben. Mittlerweile ist das ja nur noch Beiwerk. Und es ist wirklich hauptsächlich über den Online-Shop und die Apps sind halt sehr stark im Kommen. Als ich hierher kam, hat mich das sehr überrascht, wie weit diese Firma ist in der digitalen Transformation. Ja, die haben damals angefangen, einen eigenen Shop zu bauen und dann auch mehr und mehr sich darauf zu fokussieren, die Apps schon damals auszuprobieren und auszuweiten. Und wenn ich mich recht entsinne, haben wir nächstes Jahr 25 Jahre Otto.de. Also wir sind schon ziemlich früh dabei gewesen und das ist auch was, was die meisten Leute gar nicht wissen. Also wir sind der zweitgrößte deutsche Online-Shop, ne? Also das wissen die wenigsten. Der Wandel vom Versandunternehmen zu einem Digitalunternehmen bringt ja ganz neue Herausforderungen mit sich. Was bedeutet das für euch und wie lebt ihr das hier? Der Markt verändert sich ja unglaublich schnell, was Technologien angeht. Und das heißt, wir alle müssen uns relativ schnell weiterentwickeln. Und das Gute dabei ist, dass wir die Leute hier mitnehmen. Und das macht es halt wesentlich einfacher, neue Sachen auszuprobieren. Wir suchen sowohl Entwickler als eben aber auch Produktmanager und UX-Designer, die uns jetzt unterstützen, weil wir bewusst jetzt diese native Strategie ausbauen wollen. Und deswegen suchen wir wirklich Leute, die mit Herz und Seele dabei sind, so einen Touchpoint für so einen Riesen, wie es Otto ist, neu zu entwickeln und neu zu denken, aber auch dieses Knowledge nehmen und anderen Leuten es beibringen. Du bist ja Abteilungsleiterin hier. Wie viele Frauen gibt es denn auf deiner Ebene? Also wir sind in der Tat im E-Commerce-Bereich 27 Führungskräfte und davon 5 Frauen. Was eher ungewöhnlich für Otto ist, weil wir durchaus 43% weibliche Führungskräfte sind. Gibt es gerade ein Daily Stand-Up. Das heißt, jetzt wird gerade darüber gesprochen, was es für Neuerungen, für neue Features gibt, für Bugs etc. pp. Und es wird tatsächlich Englisch gesprochen. Nach eurem Stand-Up geht's in den Arbeitstag für euch. Und ich treffe mich jetzt mit Marietta und bin gespannt, ob ich den Weg dahin finde auf dem riesen Otto-Campus. Wir sind jetzt hier mit Marietta zusammen im 3. Stock im japanischen Social Space. Und Marietta, du bist ja zuständig für die Position, über die ich vorhin mit Caro und Hardy sprechen konnte. Was ist aus deiner Sicht für diese Position wichtig? Also aus meiner Sicht ist vor allem wichtig, dass man natürlich ein bisschen Vorerfahrung in der Hinsicht mitbringt. Mhm. Also, dass man sich mit den gängigen Tools auskennt, dass man jetzt zum Beispiel schon im UX-Design gearbeitet hat. Und zum anderen aber auch eine große Begeisterung und Neugierde für das Thema E-Commerce und Apps. Und bei der Produktmanagement-Position? Also bei der Produktmanagement-Position brauchen wir auch ähnlich wie beim UX-Designer jemanden, der sich eben für dieses Thema begeistern kann und der hier eben auch nochmal so ein bisschen Strategie im Blick hat, eine Vision für die App im Blick hat und auf der anderen Seite natürlich ganz eng mit dem Team zusammenarbeitet, dann eben auch gleichzeitig jemand ist, der diese ganzen Profile so ein bisschen zusammenbringt und eine einheitliche Linie dann auch in der Lage ist herzustellen. Unser Thema ist es ja, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Gibt es da Dinge, die ihr sozusagen vielleicht sogar schon im Recruiting-Prozess besonders beachtet und was gibt es sonst für interne Initiativen? So wie jetzt zum Beispiel bei Nushu gibt es das auch ein bisschen bei Otto. Plan F. Plan F. Ja, das sind große Fans. Das ist wahrscheinlich auch schon untergekommen. Ja, logisch, klar. Und die machen auch ganz, ganz viel in der Hinsicht. Auch meine Kollegin Ulrike ist hier sehr aktiv, was nochmal Diversity angeht. Absolut. Diversity ist natürlich ein Konglomerat
Konglomerat für ganz unterschiedliche Sachen, aber zum einen natürlich auch noch mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Und da gibt es auch unser Factbook für Diversity-Themen, wo dann auch nochmal schön aufgezeigt wird und sehr transparent gemacht wird, wo wird denn Diversity auch schon bei Otto wirklich gelebt, um dem Ganzen auch ein Gesicht zu geben. Ich glaube also und hoffe auch, dass ich dir ein ganz gutes Bild geben konnte, was Otto auch wirklich auszeichnet und ausmacht. Vielen Dank für den tollen Tag heute. Ihr habt viel mitgenommen und jetzt sind wir mal gespannt, wer sich bewirbt. Okay, so machen wir das. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Mir hat besonders gut gefallen zu sehen, wie bunt ein Hamburger Familienunternehmen sein kann, wie sympathisch Caro, Hadi und Marietta waren und wie offen und authentisch, glaubwürdig und herzlich sie uns oder mich willkommen geheißen haben und wie das Team Otto App wächst, finde ich auch mega beeindruckend. Und das zu sehen aus Hamburg heraus, finde ich große Klasse. Bewerbt euch, lasst uns gemeinsam mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft bringen. Caramba, ich bin raus. Tschüss.